Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go, beziehungsweise es ist wieder Zeit für Raid Up Mittwoch. Wir haben wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst und am Ende war das auch wieder der Schocker der Woche. Leider ist es heute wieder Raid am Mittwoch, am Donnerstag, weil gestern der neue Raid-Boss kam. Ihr kennt das aber schon, deswegen seid gespannt, was wir wieder für euch vorbereitet haben. Angefangen hat die Woche bei der Erki High, also bei der Heike. Fan-Raid-Pass hat sich gelohnt, hat sich einfach mal einen shiny Praktibulk gegönnt. Dann die Steff, was man nicht alles Schönes bekommt beim Tauschen, ein 100% Lucky Illumise. Ihr wisst, da war ja die ganze Zeit das Event mit Illumise, Volbeat, konntet ihr alles ergattern. Dr. Oppenheimer hier, schon wieder ein shiny Roselia. Beim Kenny gab's ein shiny Tansa, da hat er einen kleinen Geist unten hingemacht. Guckt mal, wie süß. Kotbrot, erste Spezialforschungsbelohnung. beim Kanto Nostalgie-Event habt ihr ja einen Onyx bekommen. Und bei manchen war das ein Shiny, bei manchen war das nichts, so wie bei mir. Und er hat halt einfach mal ein 100% Onyx aus der Spezialbelohnung bekommen. Dann beim Kenny auch, läuft heute wieder ein Geist und ein Shiny Chanera. Pupsi hat was geschickt, das wollte ich unbedingt mit reinnehmen. Wenn du morgens schon ganz viele Süßigkeiten gegessen hast und jetzt Bauchweh hast, ne? Guckt euch doch mal an. Verstehst? Kennst du das, wenn das so aussieht? Das ging mir voll ans Herz auf jeden Fall. Dann beim Deferis, Quest gelöst, Shiny Lapras. Lapras gab es ja auch natürlich als Belohnung und so weiter. Und ihr seht, viele Leute haben da wirklich Shinies abgegriffen. Dann der Kenny mit einem 96er Krypto Fukano, was er zu einem 100er erlösen kann. Nebels, also der Marco, die Evoli-Armee sagt gute Nacht und wer ganz aufmerksam hinguckt, wird einen Fehler im Bild merken. Aber ist das wirklich ein Fehler? Er hat es hier nämlich aufgeklärt, weil der Tobi gemeint hat, da passt eins aber nicht. Der Mond steht für die Nacht, also passt es. Hat er sich wieder mal gut gerettet, da ist nämlich noch ein Lunastein dabei. Dann beim Andreas Erdl hier, Shiny Aerodactyl plus Shiny Shiggy. Die Steff mit dem Shiny Sichlor. K-Joker mit einem, nichts Besonderes, aber ein 100er Lorblatt. Kann man sich ja mal aufheben, kann man sich ja mal am Super C-Day nochmal entwickeln oder wie oder wo oder was, wenn ihr das möchtet. Also sieht nicht gut aus, meine Meinung. Da nimmt man lieber ein Bisaflor und dann geht's richtig ab. Dr. Oppenheimer hier, endlich fertig, hat die 1.000.000 Tauschkilometer Distanz Medaille Pilot bekommen. Wie viele Tauschkilometer habt ihr? Schreibt's mal rein. Bob's Rob hier mit seinem ersten Shiny Blutzuck. Heißt hier natürlich Venonat. Denn viele, die mit iPhone spielen, haben ja das Problem, dass sie beim Raiden immer so einen Bug haben und deswegen das iPhone auf Englisch stellen müssen, um zu spielen. Das ist also eine sehr gute Sache von Niantic. Hong hat das schon ewig gewusst, der hat schon immer sein Telefon auf Englisch, ne? Der ist nämlich der Zeit voraus. Dann Nebels nochmal reddern mit zwei Köpfen, sieht man hier im Rauch, ne? Man weiß gar nicht, welches das Richtige ist und welches nur dran gepappt. So ein unnötiges Shiny, hab schon so viele von denen. Code. Vorbelastet mit einem Shiny Shiggy. Kenny und wieder auf dem falschen Account ein 100% Shiny Kleinstein. Das ist auf jeden Fall sehr cool. Steff, mal eben vor der Haustür gefangen, Shiny Schlurp. Da würde sich der Ispo auch besonders freuen. Dann beim Vorbelastet, lol, früher wäre ich dafür direkt raus, egal wie spät. Aber jetzt nicht mehr. Und ihr kennt das ja selber, Pokémon Go war neu, Generation 1 war richtig dope. Wenn dann Relaxo gesessen hat, alles hinausgerastet, Dragoran, alles hinausgerastet, wildes Mewtwo, alles hinausgerastet, gab's gar nicht. Aber trotzdem, mittlerweile, ja, braucht man nicht, ne. Hat man aus den Raids bekommen, hat man aus den Eiern bekommen, gab's bei diversen Events häufiger in der Wildnis so, sind überall gespawnt. Wer braucht schon Relaxo, ne? Dafür bewegt sich doch keiner mehr. Ich würde trotzdem, wenn ich jetzt sehe, im Park ist eins, würde ich runtergehen und würde das fangen im Livestream extra, damit ich Material für YouTube habe, weil ich keine Ideen mehr habe. Aber ist ja leider nicht bei mir. Es ist nämlich am Jesuskreuz, bestimmt das Jesuskreuz, Kreuz ohne Jesus, hier hat mal ein Jesusgang, jetzt ist er wieder da, gab es ja auch mal so einen Stop. Dann beim Dr. Oppenheimer nochmal ein Shiny Raupi hinterher, Julchen hier mit einem Shiny Blutzug, der da ist mit einem Shiny Mewtwo. Was glaube ich auch aus der
Spezialforschung, nenne ich es mal, ist. Dann Bockwurst King, Shiny Mankey, 100% Dragosso. Er lernt es halt nicht, er darf doch nur 98er posten. Dragonite auch hier mit einem Shiny Mewtwo, 1749. Das hat er 1769. Auch aus der Kando-Nostalgie-Forschung natürlich, hat er auch bewertet, wunderbar. Sören mit einem 100% Nebulak Dacro, mit einem 98er Krypto Knacklion, wo er doch gerne einfach mal ein 100er Krypto Pokémon hätte, nach 2200 Rüpeln oder so. Können da trotzdem mal lösen zu einem 100er, aber er will ja mal direkt so ein 100er Krypto Pokémon haben, egal welches, das muss ja kein Knacklion sein. Dann Dacro auch noch mit einem 100% Glücksmeister Glyph. Das müsste eigentlich der Schocker der Woche sein. Richtig fettes Pokémon. Ist aber nicht gemaxed, deswegen nicht der Schocker der Woche, denn da haben wir heute wieder was ganz Besonderes. Ne? Bockwurst ging hier, Shiny Smogon noch mitgenommen. Der Brein, 100% Electek, seit lange wieder 1 mit 100 und hat dann sogar noch gefragt, ob das gut ist. Natürlich ist das gut, bester Elektroangreifer, wenn ihr euch da ein Elevoltek macht. Also einer der besten Elektroangreifer mit, richtig heftig. Dann Bockwurst King mit seiner alten Stärke, 98er Ponita, 100% Onyx. Gleich wieder Griff ins Klo. Dann ein Lapras, ein Shiny Lapras, wunderbar. Ist aus dem Ei, aus dem Dings, Köln, Schalkau, Bruder, Frankenblick. Gut, ich meine, der Ditschen stirbt schon wieder in der Küche und kotzt sich die Seele aus dem Leib. Weil er 24 Stunden nur am Rauchen ist, deswegen raucht nicht, rauchen ist ungesund, spielt lieber Pokémon, investiert da jede Woche einen Fünfer, damit ihr euch was Schönes kaufen könnt, damit ihr auch Level 40 erreicht, wie der da ist hier, dass ihr immer schön Glücksei zünden könnt und Rauch und, ne, nicht Rauch, lasst Rauch weg, ihr wisst, Rauch ist ungesund, ne. Deswegen verstehe ich auch Niantic nicht, dass sie demnächst wieder einen Rauchtag machen, wo die ganzen Raucher supportet werden. Heute Nacht auch fertig gemacht, Level 40 auf jeden Fall. Dann Bockwurst King, Shiny Nidoran, Bockwurst King, 100% Schlurp, Bockwurst King, 98er Tangela, Bockwurst King, 98er Blutzug, Bobserop aus der Quest, eben auch aus der Quest. Also so viele haben da trotzdem Shiny bekommen mit 1749. Der da ist, hat einen Shiny Smogon gefangen. Nachts um 2, beste Zeit, in 2 Stunden fängt er deinen Stream an. Party! Und dann schreibt er wirklich 2 Stunden später, was los, wo ist der Stream, ne? Weil immer wenn ich montags 20 Uhr den Livestream erstelle, steht einfach da, startet um 4.40 Uhr, um 3.34 Uhr, ich weiß nicht warum, ich stelle die Zeit immer auf 20 Uhr Start, aber es zeigt jedes Mal fehlerhaft an. Seitdem ich das Windows 10, glaube ich, drauf habe, was der Envil gemacht hat, liegt dieser Bug vor. Wenn ihr wisst, woran das liegt, schreibt es mal in die Kommentare. Bockwurst ging nochmal mit einem Shiny Kleinstein, dann eine Cassiopeia, Opea, hat uns ein Suströming auf der Autobahn gefangen, das sieht auch genial aus. Ist das überhaupt eine Autobahn? Keine Ahnung, auf der Straße einfach. Suströming auf der Straße, mach auf jeden Fall nicht das Fenster auf, du weißt, das riecht, also lass ihn draußen. Gefahr mit einem Shiny Nidoran, Extreme mit einem 100% Darkrai, so klar, falscher Account, und Darkrai ist ja jetzt nicht mehr da. Wurde ja jetzt wieder abgelöst von der gierigen Tina. Deswegen eigentlich müsste man mal das beste Darkrai, was man hat, pushen. Könnte er hier natürlich mit dem machen. Night Alex, Shiny Mushas, vorbelastet. 2 Shiny Mushas, das ist wohl aus der Spotlight-Stunde mit Mushas gewesen. Der da ist, 2. Account, auch ein Shiny. Der hat also auf beiden Accounts aus der Quest ein Shiny bekommen. Dann ein richtig jugendfreies Bild, was er sieht, was sie, das kennt ihr vielleicht in vielen verschiedenen Varianten, dass das jetzt schon auf Pokémon übergeschwappt ist, was er sieht, richtig genial, und was sie einfach nur sieht, Despota. Jetzt stellt euch vor, da ist kein Despota, sondern so ein dicker Ramses, dann, das muss nicht sein, das ist richtig unappetitlich. Michael Schilling, ne, der Bruder vom Daniel Schilling, der hat uns auf jeden Fall hier ein 100% Shiny Glurak Mützen Partyhut Pikachu geschickt aus Heilbad, Heiligenstadt, Thüringia, Germany. Das müsste auf jeden Fall der Schocker der Woche sein. Ist es aber nicht, haben wir wieder mal was anderes. Dann Carina Deluxe, Shiny Darkrai,
Shiny Bisasam, ja genau, jetzt hat mein Hirn kurz ausgesetzt. Dann noch ein Shiny Darkrai. 91, vielleicht ist es ja dasselbe, man weiß es nicht. Noch ein Krypto Ultrigaria. Brauche ich das eigentlich mit reingenommen? Das ist ja schlecht, ne? Wenn sie das erlöst, ist das ja nicht mal ein 100er. Da habe ich beim Aussortieren wieder nicht aufgepasst. Dann aber noch ein Shiny Darkrai, das auf jeden Fall jetzt mindestens das zweite, das andere WP hat, wie man sieht. Der da ist, ich habe keine Ahnung, was die Woche los ist. Gerade auf dem Haupt noch ein Shiny Shenzi, ne? Also noch ein Chanera hinterher. Bockwurst King, warum immer nur 98 mit einem 98er Lichtel? Da ist es natürlich besonders ärgerlich, vor allem gerade wenn der Angriffswert nicht 15 hat. Dann haben wir ein Bild gefunden bei Facebook, da hat auch der Brian in der Gruppe mal nachgefragt, ob sowas überhaupt möglich ist. Und wir haben auch so ein ähnliches Bild danach nochmal gefunden hier, guckt euch das an, richtig genial, das ist vom Kippen 18, hat er mal gepostet, alle in einer Reihe, da eine Raid-Stunde, das wäre bestimmt richtig genial. Für alle Spoofer unter euch, hier oben im Bild stehen sogar die Koordinaten, wenn ihr da mal hingucken wollt in Bali. Ich war da noch nicht, ich mache meine Raids meistens hier, ne, momentan Giratina macht man eh nur den täglichen Pass, also lohnt sich nicht, da 100 Raids am Tag zu machen. Kenny mit einem Shiny-Click, Bockwurst King, Shiny Pantimimi, Hannes mit einem Shiny Volbeat, Shiny Yorklef, Shiny Pantimos, Shiny Taubsi, Shiny Jurob, und was ich bei ihm besonders cool finde, dass er immer, wenn er einen Screen macht, irgendwie seine Lautstärke-Taste so drückt, dass ich jedes Mal hier oben das angezeigt wird, wie laut das Handy gerade ist, und er jedes Mal da drauf kommt oder es halt nicht anders geht, keine Ahnung. Dann Dennis Weigel, jetzt kommt wieder das Mysterium, Dennis und Tobias. Dennis mit einem Shiny Mushas. Bestes 5er-Ei, Shiny Punita, sieht man, ist aus dem Ei, wunderbar. Und noch eins, Shiny Evoli, nice, Shiny Shiggy. Nummer 2, 100% Macholo. Dann ein 100% Pikachu, habe ich auch gesagt. Alle fangen Pikachu mit Glurak-Mütze, eher natürlich normales. Ist aber aus der Quest. Ihr wisst, ihr könnt ja auch Quests machen, um Pikachu zu bekommen. Komischerweise aus der Quest momentan ohne Kostüm. Manche, die jetzt in der Wildnis keine fangen, hätten doch dann lieber die Quest gemacht, in der Hoffnung auf ein Shiny Pikachu mit Glurak-Mütze. Aber aus der Quest gab es nur das normale. Dann immer noch der Dennis Weigel mit einem Shiny Krypto Tarnhell. Ich habe immer noch keinen Krypto Shiny bekommen, aber brauche ich auch nicht, weil die würde ich ja dann eh nur erlösen und die normalen sammeln, aber die habe ich ja. Und ich mache in letzter Zeit eigentlich wieder mal gar nichts bei den Rocket Stops. Wenn wieder mal so eine Rocket Übernahme wäre, dann wäre ich aktiv, einfach um zu gucken, was man in den 3 Stunden, was man alles für Pokémon bekommt, welche Stops häufig da waren, ob ein 100er dabei ist, ob man was Gutes erlösen kann, ob man da ein Shiny bekommt, so statistikmäßig zur Auswertung, aber so einzelne Rocket Stops. Ich habe immer noch mein Super Rocket Radar von der Spezialquest mit Abra, habe ich immer noch nicht eingelöst, bleibt einfach drauf liegen. Dann der Dennis noch mit einem 0% Hornio und einem 100% Schlurf. Warum auch? Aua, ist doch eigentlich richtig genial. Dann kommen wir vom Dennis Weigel zum Tobias Weigel mit einem Shiny Kramurks, Shiny Krypto Tunnel. Ich glaube, das ist eine und dieselbe Person, der schickt mir einfach immer nur dieselben Bilder. Dann ein Shiny Lapras, aber auch aus dem Ei, wie man hier sieht, erlöstes 100% Blutzuck. Warum nicht, ne? Nimmt man ja mal mit. Und ein Shiny Zubat, das ist auf jeden Fall auch richtig genial. 100% Evoli hinterher und 100% Onyx. Am 5.5., 5.5., 5.3., 5. Das ist auch alles immer sehr kurz hintereinander. Und jetzt würden die ganzen Hater wieder sagen, ah, Drecksbufer, guck mal, in der Nähe von Saragossa, Aragon, Spanien. Aber bevor die Hater immer haten, denkt doch einfach mal nach. Erstens ist das Onyx aus einem Ei. Ihr könnt das an dem WP-Bogen erkennen, dass das aus einem Ei ist. Das ist Level 20 und momentan sind ja die Fossil-Pokémon noch in den 7 Kilometer Eiern. Beziehungsweise sind jetzt die Kando-Pokémon in den 7 Kilometer Eiern. Das ist ja Kando, also so oder so könnte das da drin sein. Und er hat das gebrütet und die Freundschaftseier, die immer da kommen, sind ja sowieso immer. Also man kriegt von den Spoofern ja die Eier, brütet die aus, und weil man einen
Ei aus Spanien dann ausbrütet, ist man automatisch Selbstspoover. So läuft es auf jeden Fall ab. Dann der Andreas Erdl mit einem 100% Speedboom. Nehmen wir auch mal mit auf jeden Fall. Tim Johannes aus dem Rauch und mein Boden-Pokémon, um die Forschung abzuschließen. Da habe ich gedacht, das ist richtig krass, das ist der Schocker der Woche. Aber es war natürlich ein 100er Kleinstein und kein 100er Geowatts. Das hat er nämlich dann nachträglich entwickelt. Jetzt kommen wir von den ganzen schönen Screens, die man einfach so mitnehmen kann, wieder mal zu Instagram. Und Instagram verstehe ich immer noch nicht, denn ihr seht, der Maximilian schickt mir ein Bild und man sieht einfach nichts. Man muss das Bild also anklicken, dann seht ihr das Bild, aber ihr seht nicht mehr, wer es geschickt hat. Deswegen muss ich da extra immer zwei machen. Hier habe ich immer schön den Namen dran, auch bei WhatsApp habe ich den Namen dran, auch bei Facebook habe ich den Namen dran, bei Telegram habe ich den Namen dran, aber Instagram ist irgendwie richtig komisch, denn es macht die Bilder unscharf, ihr habt keine Vorschau, ihr müsst also erst den Namen abscreenen und dann das Pokémon. Hier übrigens ein 100% Lucario, sehr cool, HL, Überliga, 2471. Braucht man nichts weiter zu sagen. Hier seht ihr auch beim Fortnite Leon genauso unscharfe Bilder beim Ausmisten gefunden. Und mein erstes Pokémon heute, das ist nämlich beim Ausmisten ein 100er Blutzug. Bei sein erstes Pokémon dann ein Shiny Zubat. Dann gibt es aber bei Instagram auch die Möglichkeit, es steht einfach ein Button da, Foto ansehen. Ihr habt noch nicht mal eine unscharfe Vorschau. Wenn ihr auf Foto ansehen klickt, wird das Foto groß. Ihr seht, wer es geschickt hat und oben läuft ein Balken durch und wenn der Balken zu Ende ist, dann war's das. Dann könnt ihr zweites Mal, glaube ich, auf Foto ansehen drücken, aber beim dritten Mal ist das grau und ihr könnt es nicht mehr ansehen. Also erst muss man diese Fotos so upscreen, muss ich dann sich groß angucken oder man drückt auf Foto ansehen. Bei anderen, wenn das da steht und ihr habt den Namen dran und habt das Foto, das wäre ja eigentlich perfekt. Aber woran liegt das, dass man das jetzt so schicken kann und so schicken? Ich weiß es nicht. Das also vom Maurice, Mr. Maurice, ne? Mit einem Shiny Lucario, einem Shiny Evoli. Seht ihr auch hier, mein erstes Shiny Evoli mit guten Stats und dann plötzlich ein Shiny Schlurp im Gespräch, was angezeigt wird, was ich nicht mal groß machen muss, was nicht Foto ansehen dasteht, wo nicht Foto ansehen dasteht, wo auch nicht unscharf, ich verstehe es nicht, es sind schon drei verschiedene Sachen über Instagram, die so gehen. Dann habt das hier wieder. Mika Boy, oh. Foto ansehen, da steht's wieder und ihr denkt, ich sehe es nicht, ich muss das Gespräch upscreen. Und wenn ich dann auf Foto ansehen drücke, dann kommt das, dann steht da der Mika Boy mit einem 100% erlösten Vulcano, damit ihr mir das auch glaubt, dass es wirklich immer so dasteht. Ihr müsst es also mit Foto ansehen machen oder ihr könnt es so upscreen oder ihr müsst das unscharfe Foto groß machen. Ich raff Instagram nicht, was man da für komische Möglichkeiten hat. So, das auch abgescreent. Hier ist es ganz easy beim Elst. Tada aus der Quest. Da habe ich nämlich einfach das so gemacht, dass man beide Bilder gleich sieht. Da muss man nicht auf Ansehen drücken, da muss man nicht das Unscharfe wegmachen und es groß machen. Der hat ja einfach einen Shiny Mewtwo aus der Quest bekommen und noch einen Shiny Zubat hinterher. Das waren auch jetzt die Highlights. Ihr seht, Instagram kommt immer als letztes, weil Instagram ist ja auch das Letzte. Und deswegen machen wir das so. Jetzt aber noch der Schocker der Woche. Der Schocker der Woche kommt diesmal von mir persönlich. Guckt euch das mal an. Kelly Osborne. 50 Pfund gesündere Ernährung und Sport. Wie kam denn das, dass aus diesem Schlauchboot links so eine Dame wie rechts wurde? Sagen wir einfach mal, das kann doch gar nicht sein. Das erinnert mich irgendwie an Subot, wenn ich mir das angucke. Aber Grüße gehen raus an Subot auf jeden Fall. Das ist doch der Schocker der Woche. Kelly Osborne. So sah sie aus. So sieht sie jetzt aus. Und wenn sie sich mit den ganzen Leuten einlässt, die da um sie rum sind, sieht sie in ein paar Jahren dann wieder so aus. Also ihr wisst ja immer, wie das ist. Nein, das ist natürlich nicht der Schocker der Woche, das ist nur ein Spaß. Das hat mich persönlich schockiert. Aber der Schocker der Woche kommt diesmal vom Sören. Guckt euch nämlich dieses Foto an. Das musste ich mit reinnehmen, das muss der Schocker sein. 1, 2, 3, 4, 5, 5 Bratwürste und 6 Bratkartoffeln. Was macht der? Macht er eine Bratwurst-Diät, wo er nur Bratwurst essen darf? Habe ich dann auch gesagt, weil er meine hier Wildschwein-Bratwürstchen
5 Bratwürste zu 6 Bratkartoffeln? Schocker der Woche, okay. Haben wir gemacht, haben wir durchgezogen. Also es waren so viele coole, krasse Sachen dabei bei den Bildern, die eigentlich Schocker der Woche hätten sein können. Da konnte ich mich nicht entscheiden. Und als Gag hatten wir das mit den Wildschwein-Bratwürstchen. Deswegen Schocker der Woche, die Wildschwein-Bratwürste vom Sören. Gebt euch das. Ich würde wahrscheinlich 2 Bratkartoffeln essen und das war's, ne? Ich bin ja nicht so, aber 5 Wildschwein-Bratwürstchen mit 6 Bratkartoffeln. Kann man ja machen. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder, wenn wir wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst haben und am Ende den Schocker der Woche präsentieren. Bis dahin, peace out, Vorhaut, euer Ramses mit der roten Nase.